Ja, der Draghi-Bericht gibt uns ja eine umfangreiche Analyse und aber auch Handlungsempfehlungen in ganz verschiedenen Bereichen. Und wenn wir die Vervollständigung des digitalen Binnenmarkt anschauen, überhaupt das Binnenmarkt, dann fällt der Dienstleistungsbereich und der digitale Binnenmarkt auch auf, wo hier noch Handlungsbedarf ist. Insbesondere mehr Innovation und mehr Wachstum für digitale Voraussetzungen, für die Infrastruktur, um digitale Dienste nutzen zu können, aber auch um zum Beispiel KI-Tools zukünftig besser nutzen zu können. Hier braucht es nach dem Bericht, was wir aber auch schon vorher wussten, mehr Risikokapital. Man arbeitet ja auch schon in einer Kapitalmarktunion und man muss privates Kapital hebeln, man muss also mehr Geld ins System geben. Allerdings Schulden sind da eher Gift, denn die bedeuten ja, dass man auch wieder Zinsen dafür zahlen muss. Man muss einfach private Investitionen ermöglichen und Unternehmen die Sicherheit geben, dass sie mehr Innovation durch Investitionen selbst schaffen. Und hier haben wir den großen Schwerpunkt, der vernachlässigt ist bisher, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sind Innovationstreiber. Und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, in denen oft Erfindungen auch getätigt werden, eine Schwachstelle haben, dass ihr geistiges Eigentum zu wenig geschützt wird und dass sie auf der anderen Seite zu wenig Risikokapital erwerben können. Und das sind zwei Mängel, die abgestellt werden müssen. Fakt ist eins, dass wir wesentlich mehr über mehr Daten verfügen auf dem Markt, die eigentlich gar nicht so schutzwürdig sind, aber die bisher überhaupt nicht genutzt werden. Und deshalb ist die Frage der Datenökonomie eine entscheidende Frage. Die Datenschutzgrundlagen stehen, glaube ich, auch zur Überarbeitung an, dass man natürlich die privaten Daten einzelner Menschen schützt, aber damit natürlich nicht verhindert, dass man genügend Trainingsdaten für KI-Modelle hat. Das ist in der Tat ein Spagat, aber ich glaube mal, wir sollten uns nicht länger darum herumdrücken, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir genügend Trainingsdaten für eine effektive Anwendung von KI-Tools auch haben. Also wir haben ja in dem Draghi-Bericht gelesen, dass seit 2019 13.000 Vorschriften mit Regulierungen auch verabschiedet wurden. Das ist eindeutig zu viel. Und in dieser Masse an Regulierung war gerade auch in dem Sektor der digitalen Regulierung viel, was nicht kompatibel war. Aufgrund der Geschwindigkeit sind viele Gesetzgebungen nebeneinander hergemacht worden und jetzt braucht es einfach ein Screening, was passt zusammen oder was widerspricht sich. Und die Herausforderung für die neue Kommission ist, dass es irgendwo eine Clearingstelle gibt, die auch mal schaut, ob die Regelungen wirklich miteinander umsetzbar sind, was Doppelregelungen sind und was sich auch widerspricht. Wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe Gesetzgebung im Bereich der Datensicherheit, aber auch des Data Space gehabt. Und hier sind zu prüfen, ob Überschneidungen mit dem Digital Service Act oder Digital Market Act da sind, die vielleicht nicht ganz kompatibel sind und die auch geklärt werden müssen. Und deshalb diese Herausforderung, dass die Kommissare in den Mission Letters, mit denen sie ihre Amtszeit beginnen, die erste Auflage haben, dass sie überprüfen sollen, was ist bisher an Gesetzgebung in ihren Sektoren gewesen und wie will man die fortsetzen oder was muss man überarbeiten.